Wenn dir letztes Jahr jemand erzählt hätte, dass dieses Jahr bei der Hadsch paar Menschen um die Kaaba gehen und dass im Ramadan überhaupt nichts dort ist, du hättest gedacht, er ist total wahnsinnig geworden. Das ist gar nicht für möglich gehalten. Die Welt kann sich so schnell ändern. Du kannst so schnell sterben. Es kann sein, dass du einen Krebs bei dir im Körper hast. Du bist ein junger Typ, du hast einen Krebs bei dir im Körper, du merkst es nicht. Und dann ist er auf einmal gestreut. Und dann sagt der Arzt zu dir, ja, sie sind 18 Jahre alt, sie haben noch 3 Monate zu leben. Wie oft gibt es diese Situation? Du weißt gar nicht, wie lange du lebst. Das heißt, zu sagen, irgendwann, wenn ich später mal alt bin, da fange ich an, ist die pure Illusion. Ist die pure Illusion. Du weißt gar nicht, wann du stirbst. Du kannst heute hier rausgehen, gib mal in YouTube ein tödliche Autounfälle. Oder tödliche Unfall, Fatal Accidents, auf Englisch. Da sind Leute, die gehen über die Fußgängerampel und da kommt ein LKW angerast mit 80 km/h und fährt bei Rot durch. Da gibt es Leute, die fahren mit ihrem Auto auf der Autobahn. Videos, original. Und da bricht der LKW durch die Leitplanke in der Mitte durch und kommt in den Gegenverkehr rein. Ja, was denkst du, was noch von dir übrig bleibt, wenn LKW dir frontal mit 100 km/h durchbrettert und dir frontal gegenrennt und du hast auch 100 km/h, bleibt mir viel übrig. Es hat keiner die Garantie. Aber das Schlimmste hieran ist, dass man eine Sache nicht verstanden hat. Denn derjenige, der sagt, ich fange irgendwann mal an, warum fängt er nicht jetzt an? Weil er denkt, dass der Islam ihn unglücklich macht. Er denkt, der Islam macht ihn unglücklich. Er denkt, die Regeln im Islam sind eine Last für ihn. Und was sagt Allah im Koran? Bitte, liebe Geschwister, merkt euch diese Verse. Toha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Toha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du unglücklich bist. Sondern warum? Allah sagt im Koran, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Wer Gutes tut, wer glaubt, wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und ist dabei gläubig, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Die Glückseligkeit ist nicht daran messbar, wie viele Frauen du im Haramweg kennengelernt hast. Schau dir die ganzen Freaks an, die ganzen Opfer. Opfer. Klar und deutlich, irgendwelche Rapper, die ihren Schwachsinn erzählen. Schau sie dir in 10 Jahren nochmal an, wie ihr Leben kaputt ist. Allah weiß, was er verbietet. Allah weiß, was schlecht für uns ist. Und alles, was er haram gemacht hat, hat er haram gemacht, weil er weiß, dass es schlecht für uns ist. Ad-dinu ja'ala sa'adati al-bashar wal intifa'i sharri anhu wa darra. فكل امر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. Die Religion kam für die Glückseligkeit der Menschen und um das Üble von ihm abzuwenden. So hat sie alles bestimmt, was für ihn nützlich ist und alles verboten, was für ihn schädlich ist. Schau dir die Opfer an. Schau dir die ganzen Stars an. Elvis Presley, King of Rock. Wie ist der gestorben? Michael Jackson, King of Pop, wie ist er gestorben? Das waren die, die am meisten Geld hatten, die am meisten Ruhm hatten, die am meisten Frauen hatten. Kaputt sind sie gegangen. فَمَنْ أَرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Wer sich von meiner Ermahnung abwendet, dem werden wir ein enges Leben geben. Denke nicht, diese Rapper und dieser ganze Dreck, der die Jugend versaut, dass diese Leute glücklich sind. Sie werden kaputt gehen. Sie werden kaputt gehen. Und das ist eine Warnung an diese Mujrimun, die in ihren Drecks-Rap-Liedern noch sich wagen, den Namen von Allah zu erwähnen. Möge Allah sie recht leiten. Das kann nicht das sein, was dich glücklich macht. Die Glückseligkeit findet sich in der Religion. Deswegen lasst uns zurück zu Allah kehren.